Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir sind jetzt hier gerade beim Makler und wir holen jetzt den Schlüssel ab von unserer neuen tollen Immobilie hier in Schweden. Ja, und wir sind so ein bisschen erschrocken, wo der Makler hier ist. Also, ich sag mal, gibt ja sowas und sowas. Ne? Ich zeige euch mal im Hintergrund das Haus. Also, das ist hier das Maklerhaus. Ne, es könnte sein, dass es dann auch, nachdem wir unterschrieben haben, einstürzt. Aber ich muss sagen, hier ist ein geiler Bach. Ne? Also, die Lage ist schon mal fantastisch. Nur, ich sag mal einfach so, wir gehen jetzt rein. Ne? Also, bis dann. Hallöchen, ihr Lieben. So, hier der Schlüssel zum Heim, zum Neuen. Ja, jetzt bekommen, jetzt fahren wir hin und dann schauen wir mal, wie es ausschaut, was wir da überhaupt gekauft haben. Ich muss sagen, wir haben die Hütte noch nie gesehen. Das wird eine Überraschung. Ja, noch 9 Minuten, dann sind wir an unserem neuen Häuschen angekommen. Wir fahren jetzt sozusagen die Strecke, die in die Stadt reingeht. Ich sage nicht, welche Stadt, dann das bleibt nämlich alles hier heim. Oh, hier haben wir erstmal noch eine Schiene, eine Bahnschiene. So, und jetzt geht's noch 6 Kilometer in diese Richtung, die ich meine, die ich denke, die ich fühle und spüre. So, wir sind jetzt dann noch 5,8 Kilometer auf der hier auf dieser Straße. Und dann fahren wir in unser Haus, was wir noch nicht und noch nie gesehen haben, außer auf Bildern. Wir haben es bezahlt. Wir kommen gerade vom Makler, war noch zwischenzeitlich schön essen bei uns hier unten in der Stadt. Und jetzt fahren wir das erste Mal, sozusagen die Entjungferung, in unser Haus. Ja, und der Leon, der filmt ja, aber der kann jetzt gar nicht sehen, was ich hier gerade so schön hier durchgesehen habe. Ein schönes Plätzchen Wasser. Hervorragend. Das sieht doch richtig, richtig genial aus. So. Also, wir haben ja immer noch volles Internet. Ist schon mal gut, wa? Ja. Oh, aber wir haben Rix. Was haben wir? Wir haben wieder ein paar mehr Radiosender. Die Strecke wird immer besser, ihr Lieben. Also, was man hier braucht, sind Jummi-Stiefel im Winter und warme Jummi-Stiefel auch im Sommer. Boah, Alter. Schlitten. Oh, guck mal hier, Jagdsitz. Ne? Können wir dann Bären jagen und Wölfe? Und so ein paar Bäume sind hier schon umgefallen. Da kann man dann einfach absägen. Geil. Alter. Warte. Das rechts voll die Pfütze. Alter, wisst ihr, wie ich hier schlittere? Das ist total geil. Komm, hau mal einen Drift raus davon auf der Kurve. Nee. Uff! Nee. Patsch. Geil. Und patsch. Wir waren vorher extra nochmal waschen, das Auto. Und einfach mal kicken, wie das aussieht. Oh! Da ist er! Guck mal, da ist der Müll. Hier haben wir unseren Stromkasten. Warten. Alter, das ist doch geil! Ich muss sagen, ne? Warten. Sieht jetzt gar nicht mal so kalt aus. Bitte? Ja, innen drin ist alles rausgerissen, ne? Und so. Ja, das kicken wir uns dann an. Geil. Holz ist ja auch noch alles voll, Kima. Ist ja alles voll mit Holz. Mein Handy um, was? Da, dann komm.
filmst, ich gehe live. Live? Alter, eine Lampe! Der! Hier! Eine Kette! Weihnachtsbeleuchtung! Mach an! Warte! Mach an! Also, jetzt stehen wir genau davor, ihr Lieben. Ich schließe auf. Ich gehe jetzt rein. Das sieht echt gut aus. So, jetzt gehen wir mal weiter hier mit dem. Also, hier haben wir eine schöne Fahrstelle, eine kleine. Ja, weil das geht noch. Oben ist ein bisschen so die Farbe, wa? Und die. Also. Na, Heizung ist ja ohne an. Die Scheibe ist ein bisschen kaputt, aber geht ja hier alles noch. Ja. Hier sind Einbauschränke. Was ist kalt hier drin? Ja, also kalt ist es hier wie Sau und wir haben hier noch keine Lampen. Arschkalt. Nein. Hier, Sonne, Türklinken hier, guck. So, jetzt gehen wir hier ins Bad. Alter, selbst im Bad sieht euer ja nicht mal so verkehrt aus. Ja, selbst im Bad ist. Guck mal Leon an hier, der ist total überrascht, Alter. Also ich hab mit Schwimmern gerechnet. So, ja? jetzt gehen wir in die Küche. Und siehe, der Plan hat funktioniert und wir haben Strom, guck's dir an. Wir haben Strom! Also, hier ist die Küche sieht gut aus. Es riecht doch nirgendwo nach Schimmel, ne? Das riecht hier nirgendwo nach Schimmel. Oh, hier ist ein riesen Kühlschrank. Und? Ist er durch? Der Kühlschrank, oder? Was? Zeig mal. Sieht so gut aus innen drin. Das ist nicht geschimmelt. Nicht? Nee, also der Kühlschrank drin ist nicht geschimmelt. Da, ein riesen Kühlschrank. Oh, da passen Bier drin. So, warte mal, aber ich sehe doch einen Backofen, Mama. Hier ist die Küchenplatte. Alter, das ist geil! Aua! Mann, lass mich doch. So, jetzt gehen wir mal, also die erste Etage. Leon, die erste Etage, was sagst du? Also so eine gute 2+. Also, Leon sagt eine gute 2+ in der ersten Etage. Wir gehen jetzt hoch. Hier haben wir ein bisschen, hier kommt die Decke ein bisschen, ne? Also, ja, dann nehmen wir Bauschaum. Ja, aber das ist hier nur voll, hier, das ist nur die Presspappe. Wir angeklebt sind. Ja, voll. Das ist alles Pillepalle. So, jetzt gehen wir hoch. Und die Treppe knatscht nicht. Die Treppe knatscht nicht. Leon ist schon wieder weitergegangen. So. Und warte mal, hier haben wir den Wasserschaden. Nö, das ist auch nur die Decke. Nö, das ist auch nur das Oberteil hier. Das ist nicht kein Feuchtigkeitsschaden. Da kommt nur die Decke runter. Hier kommt nur die Decke runter, ja, aber das ist. Ja, das ist einfach Dings, das ist das. Ja, alles gut, warte mal. Alter! Mega! Mit Außenlüfter. Also das Ding hier hat einen besseren Gesamtzustand als unsere Ferienhütte. Ja, hier ist schon neue Fette drin, Alter.
Also Leon sagt, hat einen besseren Gesamtzustand als unsere Ferienhütte, wo wir jetzt sind. Ja. Auch die bei dir sind, hier zum Maltafel. Ey, hier ist ja auch schon neue Fenster, Leon. Leon? Ja. Ich weiß ich, da war ich schon. Bin gerade positiv überrascht. Leon ist total positiv überrascht. Also ich habe mit echt Schlimmem gerechnet. Ja, was hat der gesagt? Ich hab doch gesagt, so, jetzt aber, wo ne, hier. Wo soll denn das Dach jetzt undicht sein? Ja. Das wir uns noch fragen, aber werden wir dann sehen. Und wo ist der Dachboden? Ja, hier kommst du nicht auf den Dachboden. Kommst du nicht? Nee, musst von außen. Ah. Hallo! So, also, erster Qualitätscheck. Wir haben da unten noch eine Tür. Ich glaube, ja. Da geht's in den Keller, oder? Ja. Erster Qualitätscheck hier oben. Leon, Note? Eine solide 2 minus. Eine solide 2 minus, ihr Lieben. Wow. Was ist hier? Feuchtigkeit? Der Boden muss raus. Ja. Scheiße hier. Was? Scheiße. Da voll. Kann fast auf die Fresse geflogen. So, wir gehen jetzt mal in den Kelzer. Mit also, Licht? Das Geile ist, wir haben schon mal Licht. Boah. Alter, und hier stößt dir niemand den Kopf? Doch. Ja? Nein, überhaupt nicht. Das hat der Leon gesagt. Das riecht überhaupt nicht. Also, hier unten haben wir ein bisschen Schimmel, ja? Was? Wo? Was? Das ist doch kein Schimmel. Das ist ein bisschen nass. Hier ist ein schwarzer Strich dran. Hört ihr mich noch? Ja. Ich was? Überall spinnen wir. Also hier, Sicherungskasten, der sieht auch sehr solide aus. Ja, hab ich. Mach mal Licht an. Ja. So, guck mal. Der Heizkessel. Warm Wasser. Videos angehalten. Müssen wir gleich mal ankicken. Ja. Aber Heizung war nicht an oben, ne? Ich weiß ja nicht, ich glaube nicht, ne. Jetzt können wir dich wieder hören. Hört ihr mich? Wir waren hier gerade an der Heizung. Wir sind an der Heizung, da ist die Wärmepumpe. Was nicht? Muss man mal kicken. Es war ein Wasser drin. Ist? Hier ist kalt. Hier ist bei mir warm, pass mal. Ja, tatsächlich, es war mit Wasser drin. Dann müssen wir mal die Heizung aufdrehen. Machen wir oben mal. Ja. So, und wo muss man hier Holz reinwerfen? Machst du den Teil dann auf oder wie? Ja, aber das müssen wir drin haben. Ja, deswegen, das hat mich ja jetzt auch gerade gewundert, ist das Strom? Oder nicht? Da haben wir keine Netz. Und da oben ist ja auch ein neues Dach drauf, so ein Stück. Ja, vorne, ne? Ja. Halt durch, Alter, komm. Das ist tatsächlich schon ein Stück renoviert geworden. Und wir haben Farbe. Oh, da können wir Lea reinwerfen. Hört ihr mich? Also hier, Leon. Hier müssen wir ganz schön ansetzen. Dann. Wo ist denn? Was ist denn da? Da. Zeig mal. Lecker. Ja, aber riecht ja die Muchte. Das ist ja mal nur gut. Ne? Ach, hier haben wir die Wasser, im Hauswasserwerk. Das Hauswasserwerk. Das kleine Ding? Mhm. Ist ja süß. Da kommt der Brunnenwasser hoch. Aber das läuft ja gar nicht. Muss ja noch nicht. Achso. Müssen wir erstmal gleich kicken hier. Hier haben wir einen Boiler. Das ist der Boiler, oder wie? Was? Das kleine Teil? Ja, ja. Na los, lass uns mal hochgehen kurz. Ich muss dich erstmal verabschieden hier. Ja. Also, was sagst du dazu? Ah, der Keller, der geht auch, ne? Also. Ja, es gibt ja eine Baustelle.